Ich möchte darüber sprechen mit Ska Keller vom Bündnis 90 Die Grünen und migrationspolitische Sprecherin des Europäischen Parlaments. Guten Abend nach Straßburg. Hallo. Frau Keller, Sie haben das ja als richtigen Plan grundsätzlich begrüßt, was Juncker da vorhat. Aber angesichts der vielen Tausend, die weiter auf dem Weg in die EU rein sind, ist dieser Plan dann nicht so ein bisschen klein gedacht? Ja, natürlich. Es geht da um 120.000 Flüchtlinge zusätzlich zu den 40.000, die wir hier morgen beschließen werden. Aber das kann nur ein ganz akuter Notfallmechanismus sein. Deswegen ist es wichtig, dass Juncker morgen auch vorstellen wird, einen Plan, wie ständig reagiert werden soll, wenn dann ein Notfall eintritt. Er soll und will definieren, was ist ein Notfall und was machen wir dann. Das ist richtig auf jeden Fall. Darüber hinaus müssen wir aber weiterdenken. Wir brauchen eine komplette Reform des Dublin-Systems, nachdem ja gerade sortiert wird, wer wo Asyl beantragen muss. Und es ist halt klar, dass dieses System nicht mehr funktioniert. Das sehen wir in den letzten Wochen und Monaten ganz besonders auch schon vorher als Probleme gegeben. Da müssen wir weiterdenken und ein neues Verteilungssystem schaffen, das sowohl fair ist zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch fair mit den Flüchtlingen. Nun sagen Sie ja schon lange, dass Dublin III keine gute Idee war und auch gar kein faires System war. Inzwischen hat sich auch die Bundeskanzlerin in der Richtung geäußert. Was ist denn da ein Königsweg? Einfach nur legale Zuwanderungswege zu öffnen? Ist das nicht ein bisschen einfach? Legale Zugangsmöglichkeiten schaffen für Flüchtlinge ist ganz wichtig und ganz zentral, denn nach wie vor sterben die Menschen im Mittelmeer, Leute, die hier Asyl bekommen würden. Und das ist ja absurd, wenn wir ein Asylsystem haben in Europa, aber es keine legale Möglichkeit gibt, da reinzukommen. Aber darüber hinaus brauchen wir eben einen Verteilungsschlüssel, der Flüchtlinge gerecht verteilt auf die europäischen Mitgliedstaaten, aber der ganz stark auch die Interessen und Wünsche der Flüchtlinge selbst berücksichtigt. Denn die haben ja oft Familienmitglieder irgendwo, weil sie, oder sie sprechen eine bestimmte Sprache oder sie haben eine bestimmte Qualifikation, die irgendwo hinpasst. Und da muss man drauf gucken, damit man nicht einfach Flüchtlinge wie Pakete hin und her durch Europa schickt. Das machen wir jetzt schon. Das bringt nichts. Man muss auch wahrnehmen, dass es Menschen sind, um die es da geht. Also diese Familien zusammenzuführen, menschlich ist das sehr verständlich. Und könnte es allerdings sein, dass zum Beispiel alle nach Deutschland oder nach Schweden wollen und die anderen, die kaufen sich dann irgendwie frei. Das ist ja auch so eine kleine Komponente, die ja in dem Plan enthalten sein könnte. Ja, das ist nicht so ganz unkompliziert. Allerdings hat der Juncker-Plan, so wie wir ihn bis jetzt kennen, da durchaus auch gute Seiten. Wir wollen auch als Grüne nicht, dass sich Mitgliedstaaten freikaufen können. Allerdings können sich nach dem Juncker-Plan die Mitgliedstaaten nur für ein Jahr freikaufen und das auch nicht mit unerheblichen finanziellen Aufwendungen. Also das ist dann schon nicht ohne für Mitgliedstaaten, wenn sie dann zugeben müssen, dass sie leider die Kapazitäten nicht haben und deswegen Strafe zahlen müssen. Und es gilt eben auch nur ein Jahr. Klar ist, dass die Kapazitäten in vielen Mitgliedstaaten unterentwickelt sind. Das sind sie schon seit vielen Jahren, das haben wir immer kritisiert, da muss nachgebessert werden, ganz klar, denn man muss auch eine menschenwürdige Unterbringung schaffen für die Flüchtlinge. Und die Mitgliedstaaten müssen sich selbst auch attraktiver machen für Flüchtlinge, denn wenn Orbán zum Beispiel sich hinstellt und sagt, wir wollen keine Flüchtlinge, ist klar, dass da niemand hin will. Aber man kann Zugangsmöglichkeiten und Anknüpfungspunkte für Flüchtlinge auch schaffen. Man kann natürlich auch das so machen, wie Großbritannien sagt und sagt, wir wollen die Flüchtlinge sozusagen direkt abholen in den Lagern aus der Region. Das wäre doch auch eine gute Idee, oder? Das muss man zusätzlich machen. Dafür gibt es bereits jetzt das europäische Neuansiedlungsprogramm. Resettlement heißt das. Da konnten sich die Mitgliedstaaten aber bisher nicht wirklich auf irgendwas einigen. Jetzt sollen über 2 Jahre 20.000 Flüchtlinge resettled werden, also direkt aus den Nachbarländern von Syrien zum Beispiel ausgeflogen werden. Das ist gut, die müssen diesen Weg da nicht gehen. Das ist eine Möglichkeit der legalen Einreise. Aber wir müssen eben doch wahrnehmen, dass 20.000 da einfach nicht ausreichen. Ja, wir haben in der Türkei alleine fast 2 Millionen syrische Flüchtlinge. Also die ganz großen Zahlen sind ja gar nicht bei uns. Wir müssen helfen als mitreichste Region der Welt. Da können wir nicht sagen, gut, der Libanon, der muss halt klarkommen mit über 1 Million Flüchtlinge. Aber wir haben schon Probleme, wenn bei uns ein paar hunderttausend aufschlagen. Also der Plan von Jean-Claude Juncker, ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber viele Fragen bleiben offen. Das sagt Ska Keller. Vielen Dank dafür nach Straßburg. Ich danke Ihnen.